Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Yeah, da sind wir wieder. Loch der Loderschlangen. Okay, der Name ist irgendwie arg merkwürdig, aber passt schon. Yeah. Und ich glaube, ich sollte meine Fernbedienung vielleicht mal was leiser stellen. Die flatscht immer hier voll rum, so. Und das ist... Huch, scheiße. Das war jetzt irgendwie überhaupt nicht klar. Nein. Huch. Wie ich einfach immer huch sag. Klingt total behindert. Und ich muss mal gucken, wo überhaupt die Münzen sind, weil ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern kann. Oh, das ist cool. Oh, jetzt kann man immer so süß schwabbeln. Yeah. Und dann kriegt man Licht. Das ist ganz schön. Und da gehen die Pflanzen weg. Oh, Moment, da oben kommt man auch hin. Aha, entdeckt. Ja gut, dann muss ich jetzt mal gucken, ne? Ach, das wird spaßig. Boah, geh weg. Ich will dich nicht mehr sehen. Oh Gott. Hola, Chica. What the fuck? Wieso machst du sowas? Geh weg. Ach, so ist das schön. Kischer, kischer. Ich weiß gar nicht, ob ich die in meinem anderen Spielstand gekriegt habe. Ich denke es jetzt einfach mal. Und da, oh ne, ich hasse diese Teile. Die sind ja mal so hart von Scheiße, du. Nochmal und hupf. Und pew. Ich bin nicht böse. One up, yeah! Okay, alles einfach mal hell machen, weil es viel schöner aussieht. Mal gucken, was hier unten ist. Ich kann mich, habe ich ehrlich gesagt, nicht mehr dran... Oh, was machst du denn? Nicht mehr dran erinnern, aber... Oh, Mann, das war jetzt auch mehr als klar. Was? Wieso werf ich das Yoshi weg? Wieso? Hallo? Hä? Auf einmal auf derselben Ebene sein. Ah, Münzen, süß, die ich alle nicht brauche. Cool. Ja, ist toll, ne? So. Da unten ist eine Röhre. Wollen wir da rein? Ja, komm, wir gehen da rein. Ich habe keine Ahnung, was da noch drin ist. Auf jeden Fall, da weiter rechts sollte auf jeden Fall eine Münze sein. I don't know. Aber ich glaube schon. Und ich habe gleich Badminton. Kicher, kicher, kicher. Hä? Ach so. Essen, essen. Nom, nom, nom. Nein, Yoshi. Oh. Schönen Tag noch. Ja, okay, das ist irgendwie doof, weil das bringt jetzt nicht gerade sehr viel, wenn man hier so komisch rumschwabbelt. Okay, da unten ist eine Röhre. Komische Granny-Geräusche machen, ich weiß. Ich bin eine gute Granny. Huch. Wie ich einfach immer die ganze Zeit hoch sage. Das ist ja total unnormal. Wo ist eigentlich das komische Teil jetzt hingeschwabbelt? Das ist einfach auf einmal weg. Nein. Du kommst mit. Du kommst mit. Nicht weglaufen. Wie bei so einem kleinen Kiddy, was 4 Jahre alt ist. So, nein, nicht weggehen, Johannes. Ja, besonders Johannes. Weil das so ein 0815-Name ist, den man natürlich jedem seiner Kinder gibt. Kann man die essen? Ja. Yum, 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 yum. Ach, das ist doch lecker. So. Ah, ich mag das Level. Okay, ich mag das ganze Spiel. Von daher kann ich das auch die ganze Zeit sagen. Ich mag das Level. Und ich habe schon wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Lissi, Lissi, Lissi. Ich brauche einen Pissi oder so. Ach Gott. Voller Reim. Ah, beweg dich doch. Ja, beweg dich. Okay, warte, ich guck mal eben kurz auf die Uhr. Wir haben Viertel nach. Dann denke ich, ich höre so um halb ungefähr auf. So Pi mal Daumen, oder wie man immer so sagt, in der Handwerkersprache oder so. Ja, ich weiß nicht. Oh! Was? Hä? Ich kann die Feuerbälle essen? Zum Glück weiß ich das. Oh, oh, dann könnte ich eigentlich stehen bleiben. Oh, nein. Mann, so schwer ist das ja wohl nicht. Hallo. Oh, Gott. Nein! Ach so. Nein, ich komme nicht mehr an die Röhre. Oh, geht doch. Mann, ich werde mal voll hysterisch bei dem Spiel. Aber ich liebe das Spiel. Zum Glück sage ich das nicht auf. Und die Zeit läuft gleich ab. Wie gesagt, ich bin überhaupt nicht hysterisch. Nein. Ah, schneller. So, ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen, anstatt hier so rumzutrödeln. Trödelmarkt. Oh Gott. Ich dachte, ich fliege jetzt hier noch runter. Kein One-Up. Aber dafür ein kleines Yoshi gerettet. Und das ist ja wohl die Hauptsache, Leben zu retten. Grey's Anatomy und so. Ich liebe Grey's Anatomy. Ich sag die ganze Zeit, was ich alles liebe. Grey's Anatomy, yeah.
Wer guckt von euch Grey's Anatomy? Der soll mir das jetzt bitte in die Kommentare schreiben und sagen, wer euer Lieblingscharakter ist. Ja, mich interessiert sowas. Entschuldigung. Ich gucke sonst fast gar kein Fernsehen, aber Grey's Anatomy interessiert mich voll. Beziehungsweise, ich liebe es einfach abgöttisch. So. Meine Münze. Okay, die ist eigentlich total leicht zu kriegen. Da muss man noch nicht mal drüber debattieren, wie so adelige Menschen sagen. Und hier ist eine Münze, die ist total scheiße. Die hasse ich mal sowas von. Aber die werden wir natürlich trotzdem holen und auch kriegen, hoffe ich. Und dass ich nicht zu doof bin, das zu machen. Aber ich habe, glaube ich, fast schon ein bisschen vergessen, wo die ist. Hoffentlich finde ich die nochmal. Ja, okay, da ist auch eine. Die ist eigentlich auch ziemlich leicht zu holen, wenn man den Wandsprung dann ein bisschen beherrscht. Besonders geiles Wort und so. Moment, ich warte, bis die vorbeigehen. Macht Hände. Ach komm, ist egal. Stirb! Naja, so sterben die auch besonders gut. So, und jetzt. Yay! Renn, renn, renn. Okay. Ich meine, die müssten hier irgendwo gewesen sein. War das nicht hier? Oh. Nee, okay, nein. Ich glaube, das war's nicht. Oder? Nein, das war hier nicht. Das war irgend so eine versteckte Stelle, aber ich weiß gerade nicht genau wo. Egal, wir schaffen das schon. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid oder so ein Scheiße. Der Spruch hat irgendwie gar nichts damit zu tun, mit dem, was ich gesagt habe, aber passt schon. Moment, Moment, Moment. Ist es hier? Oder irgendwo anders? Ich habe gerade keinen Plan. Oh, Mann. Ich möchte das jetzt wissen. Moment. Hier irgendwo an der Wand? Da ist die Röhre. Ah, okay, ich weiß wieder wo. Lass sie schlau sein. Alle lachen. So. Hier. Haha. Das ist nämlich eine versteckte Röhre und ich hab's gewusst. Yeah. Und ich bin gar nicht so dumm. Haha. So. Nein. Ja. Nein. Ah, ich hab vergessen, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist das voll scheiße. Das musst du auf jeden Fall runterrollen. Das ist klar. Hallo. Ah ja, so ist perfekt. Oh nein. Toll, alles nochmal machen müssen. Nein! Oh, immer im falschen Augenblick. Nein! Oh. Oh. Komische Geräusche machen. Mann! Kannst du... Ja, danke schön. Neo, 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 Neo. Was? Ich glaub's nicht. Jetzt fühle ich mich echt ein bisschen verarscht. Ja, geht doch. Danke sehr. So. Jetzt warten wir noch ein Stück. Ja, jetzt auf einmal geht's natürlich jedes Mal in die Richtung. Ist schon klar. So. Voilà. So. Hier muss man gucken, dass die Zeit nicht abläuft. Und besonders, wenn zwei Leute hier rumwuseln. Also, falls ihr mehr Spieler spielen solltet, dann lasst einfach mal einen das machen, weil ansonsten kriegt man das hier wirklich nicht gepeilt. Sonst einfach nur Scheiße und so. Turn around. Also, Mr. Mario nicht irgendwann mal schlecht werden. Ich meine, das scheint nicht ganz so gesund zu sein, wenn man da die ganze Zeit so rumschwabbelt. Block. Okay, hier muss man jetzt einfach nur so ein bisschen rumkurbeln. Man kann das aber auch auslassen und an der Seite vorbeigehen. Und hier sind fette Schwabbel. Ich glaube, an den Seiten sind hier irgendwelche versteckten Blöcke bestimmt. Es gibt immer in Mario total viele versteckte Blöcke. Deshalb einfach mal danach gucken. Die sollte man relativ gut finden. Besonders ist es ja meistens so, dass in so Blöcken auch dann Ranken versteckt sind und sowas. Und deshalb einfach mal looken und so. Schau, schau, schau. Ich mag irgendwie Kamek, das ist eigentlich ganz cool. Oh. Okay, der ist leicht. Wenn man den ersten Sprung von dem quasi überlebt hat, dann kriegt man den immer leicht, weil man sieht ja... Oh, ist jetzt nicht wahr, oder? Das war jetzt mehr als peinlich. Ich sag gerade, oh, das ist so leicht. Klatscht doch voll rein. Mann, wieso? Und ich wollte eigentlich mal mein Buch zu Ende lesen, heute. Aber da mein Grabber ja in den äußerst seltensten Fällen funktioniert, habe ich gedacht, ach komm, nimm lieber auf, wo das Teil einmal funktioniert, wie eben sonst nie. Ach, und dann ist das natürlich mal wieder sehr toll. Und da hinten ist ein Secret Exit. Und da weiß ich sogar, wo der ist. Aus Zufall natürlich. Kamek,
Schwabbel, schwabbel, schwabbel. Schwabbel, 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 schwabbel. Oh mein Gott, ein Tornado. Na super. Toll. Da freuen wir uns alle. Heißt, wir müssen noch mal eine Portion zulegen. Supi. Speichern. Ja, diesmal speichere ich. Okay, ja komm, wir laufen dem Goomba einfach mal entgegen. Puh, in der Fresse. Aber ich möchte nicht zu diesem scheiß roten Viech da, die hasse ich ja mal ultimativ. Hier kann man auch ein One-Up-Bike kriegen. Wenn man wirklich die ganze Zeit auf die Teile konsequent drauf springt. Ach nee, doch nicht. Das war. Okay, dann war das beim alten Mario-Teil so. Hab ich das wohl ein bisschen verpeilt. Aber ich meine, es gibt auch ein Level, wo die Goombas irgendwie größer sind und dann spucken die quasi so in Anführungszeichen mehr aus und dann geht das schon. Nein, nein. Oh, ich will nicht gegen den battlen. Geh weg. Geh weg. Oh, gut. Nein. Oh, gut. Oh, gut. Nein, nicht gut. Oh, gut. Ja, ich weiß. Ich kenne mich sehr gut aus. Besonders, weil ich nicht... Nein, das wollte ich... Na, no, das wollte ich gar nicht. Voll die Zeitverschwendung hier. Egal, komm, dann machen wir das einfach mal schnell, ne? Was klappt ja schon. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da hier irgendwie die Teile vertauscht werden. Oder, keine Ahnung. Oder ob das genau dieselben sind, die man da sieht. Super. Das war jetzt überhaupt nicht klar. Wie schade, so ein Pech aber auch. Das sagt er jetzt überhaupt nicht ironisch. Nein. Toad ist natürlich ein netter Kerl. Ich sage einfach mal gar nichts mehr über den. Ich meine, er ist ein Pilzkopf. Pilzköpfe sind cool. Spikes Sandkasten. Oh, sowas hasse ich. Wenn da so scheiß komische Fliegeteile sind. Ah, nee, warte. Das war doch gar nicht so scheiß. Fällt mir gerade ein. Nur ich dachte... Oh. Yeah, ich bin gut. Ach, du Scheiße. Das ist doch jetzt bitte nicht wahr. Ich würde gerne noch ein Level schaffen, bevor wir den Part beenden. So was Peinliches. Das kann nicht wahr sein. So, danke. Nein, 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 nein. Das nehme ich mit. Ja, jetzt auf einmal zerspringt er. Aber vorhin, wenn ich das mache, natürlich nicht. Ne? Ja, war schon klar, du. Und hier fliegt alles komisch rum. Und hier gibt es relativ viele versteckte Sachen. Also immer Acht geben darauf. Wie alte Grannys das immer sagen. Gebe Acht auf dich, Kindchen. Nein. Oh, Mann, wieso muss ich auch so extrem da... Was zur... Hä? Seit wann geht das denn? Moment, das muss ich jetzt ausprobieren. Ey, wie geil. Ich wusste nicht mal davon. Okay, so geht's natürlich auch. Es ging nämlich im alten Teil auf jeden Fall nicht. Das ist ja ziemlich geil. Wusste ich gar nichts von. Lisa kann... Oh, Mann. Das war jetzt irgendwie mehr als klar. Lisa kann Insider mehr sein. Kommt hier irgendwo ein Item raus? Ich meine nicht. Zumindest hatte ich es nicht so in Erinnerung. Da unten? Geht das da rum? Muss ich gerade mal gucken. Also, irgendwo war eine Röhre. Nicht hier. Ich weiß nicht, vielleicht ein Stück weiter? Ich habe es gerade ehrlich gesagt mal wieder vergessen. Ich gehe nochmal ein Stück hin und gucken. Denn alle Wege führen nach Rom. Ho, ho, ho. Nee, hier ist nichts. Okay, dann muss es ja eigentlich weiter hinten sein. Zumindest kann ich es mir jetzt gerade nicht anders vorstellen. Soll ich mal da unten rumgehen und gucken? Nee. Oh Mann, ey. Wieso muss ich auch so extrem Alzheimer haben? Wieso ist er auf einmal wieder da? Was ist das denn für ein Assikopf? Mann, ey. Okay, ja. Das ist dann okay. Dann sage ich auch nicht mehr Assikopf zu dem, solange ich ein Item kriege. So, das ist nämlich der versteckte Place, genau. Besonders Place. Hier gibt es einen Mini-Pilz. Und... ach so. Das ist ja voll cool. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ist das cool. So, hier muss man jetzt direkt durchrushen. Oder halt eben warten. Weil man sollte sich nicht von den Sandbühnen hier mitnehmen lassen, weil wir wollen ja Schimmel uns haben. Hier ist nämlich hier... Ja... Genau, so viel dazu. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Muss ich. Komme ich da überhaupt nochmal rein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Scheiße, wie soll ich das denn machen? Oh, super. Ja, das funktioniert sehr gut. Ach, egal. Boah, Mann, diese Zeitverschwendung. Ich hasse es, Zeit zu verschwenden. Besonders, wenn ich weiß, dass meine Festplatte fast explodiert. Hallo? Ach, dankeschön. Oh, ich finde das gerade so cool, dass sowas auch geht. Und ich merke es einfach nicht. So, und jetzt waschen wir einfach so durch. Okay, so.
Hier müsste irgendwo ein Pilz sein, aber ich gucke jetzt nicht so besonders nach, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt abfrecken hier noch am Ende. So, Moment. Da fehlt doch was. Huch. Wow, wieso fliegt der so hoch? Wieso? Oh Gott. Hola. Hola, Chica. Es wäre jetzt scheiße, wenn ich irgendwann absterben werde, aber es... Ach komm, ist egal. Ich gehe einfach mal schnell... Oh Gott, flieg doch nicht so. Das macht mir voll Angst. Oh, nicht der. Oh, scheiße. Was mach ich denn? Oh Gott. Nein! Böser Koopa. Böser Koopa. Oh Gott. Mann, wo ist denn das nochmal? Ach Gott, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach zum Ziel, weil finden werde ich das Teil wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Das Coole bei dem kleinen Mario ist jetzt übrigens, dass der auch so an den Ecken hochgeht. Hier, rennt er auch die Röhre hoch und dann immer hier an den Seiten vorbei. Das finde ich total cool gemacht. Das war nämlich früher nicht so. Da konnte der immer nur normal gehen. Und normal ist ja sowieso im Allgemeinen total lame, ne? So, ich würde sagen, ja, ich muss gerade mal gucken, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben. Ich guck mal kurz nach. What the fuck, viel zu lang. Okay, dann beenden wir erstmal den Part und dann hole ich im nächsten hier noch die Münze. Also bis dann. Tschüss.